Boardstacking mit Speedstacks kommt aus Amerika. Es wurde von einem Grundschullehrer entwickelt, der diese koordinativen Fähigkeiten entwickeln wollte von Schülern und von Kindern in erster Linie. Ja. Und ist jetzt weiterentwickelt worden zu einer ganz breiten Sportart mit vielen Abläufen. Entwickelt wurde es, weil man einfach gesehen hatte, dass Defizite sind bei Kindern in der Motorik auch. Dass man gesehen hat, also die einzelnen Finger sind nicht richtig beweglich oder auch, dass Kinder nicht mehr richtig rückwärts gehen können. So bestimmte Sachen einfach in der Motorik nicht gehen. Und da helfen die Becher auch, dass ich die kombinieren kann. Ich kann nach oben, nach unten stammen. Ich habe verschiedene Bewegungen in den Armen, in den Händen, in den einzelnen Fingern. Und das ist einfach eine tolle Sache, dass Bewegung wieder reinkommt, dass die Kinder und Jugendlichen wieder lernen, mit dem Körper umzugehen. Und über den Körper lernt man. Das ist das Ziel dieser Sache. Diese Verknüpfung rechts, links, was man heute weiß von der Wissenschaft her, dass diese Bewegung, die wir mit beiden Händen machen, mit der rechten und mit der linken Hand im Wechsel, uns auch weiter bilden und auch schneller im Gehirn machen. Nicht nur schneller mit den Händen, sondern auch im Gehirn. Wir schneller denken können im Prinzip, schlauer werden. Wie lange machst du das schon? Halbes Jahr. Halbes Jahr? Und wie lange braucht man da, um da richtig gut zu werden? Nicht besonders lange. Ich kannte das ziemlich schnell. Ja, let's go! Bei uns Erwachsenen müssen viel mehr trainieren. Es ist eine Stunde pro Tag, das ich mache. Wie lange braucht man, bis man so an den ersten Wettbewerben teilnehmen kann? Das kann man ganz schnell. Das kommt davon, wie schnell man sein will oder ob man wirklich sehr gut sein will. Und da braucht es lange. Was kann man das denn vergleichen? Gibt es irgendwas Ähnliches? Ja, also alle Jonglierformen sind im Prinzip da gleichzusetzen und natürlich auch alle Ballspiele, die irgendwo was mit der Bewegung zu tun haben. Ja, Tischtennis ist vielleicht so eine Sportart, die man da sehen kann, ein Stück weit. Ja. Ja.